Meine lieben Schwestern und Brüder, die Schrifttexte lassen heute Abend noch einmal vor uns aufstehen, die mühevolle Arbeit der Umkehr, die man nicht mal eben schnell so erledigen kann, sondern die von uns jeden Tag gefordert ist. Nicht umsonst ist die große Überschrift über der Verkündigung Jesu: kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das erste Wort, das er spricht bei seinem öffentlichen Auftreten. Das ganze Leben des Christen ist diese Arbeit der Umkehr, dass sich Mühen nach Gottes Geboten zu leben. Und auch bei den sehr detaillierten Sachen der Bergpredigt, die uns Jesus heute sagt, lässt er uns allerdings nicht in seinem Wort ohne einen festen Bezugspunkt dieser Umkehr. Wie in einem Nebensatz erscheint dieser Punkt, der natürlich für uns heute, wenn wir dieses Wort hören, noch einmal ganz neu aufleuchtet. Weil mitten in diesem Wort, das Jesus verschärft, dass man nicht zürnen darf, dass man nicht einander beschimpft, mit der Androhung von Strafe, und dass Versöhnungsarbeit und Umkehr angesagt ist, nennt er den Altar. Wir sollten uns diesen kleinen Hinweis Jesu zu eigen machen, weil wir damit einen wichtigen Bezugspunkt haben für unsere eigene Arbeit an der Versöhnung mit anderen, für unsere eigene tägliche Umkehr. Denn ohne diesen Bezugspunkt ist diese Arbeit nicht zu leisten. Der Bezugspunkt ist der Altar. Das ist nicht irgendein Tisch, der irgendwo in der Kirche herumsteht, sondern es ist der Ort der Vergebung und Versöhnung schlechthin, wo Gott selber Versöhnung und Vergebung geschehen lässt, indem Christus sich hingibt am Kreuz, der schlechthin Unschuldige, der selber ganz aus Gott ist, der sich hingibt, damit für uns überhaupt Versöhnung und Vergebung möglich ist. Das, was wir aus eigener Kraft nicht wirken, nicht machen und nicht herstellen können. Aber auf diesen Bezugspunkt des Altares hin, auf das Geschehen dort, dessen Zeuge wir gleich wieder werden, wird uns eine Kraft zuteil, die das möglich macht, die uns aufbricht aus aller Selbstgerechtigkeit, aus aller Verschlossenheit, aus dem nicht mehr hören wollen oder nicht mehr hören können und trotzdem innerlich zu merken, dass es notwendig ist, diese Umkehr, heilsnotwendig. Das Wichtigste daran hat Christus schon gewirkt. Es gilt, sich an ihm, an seinem Altar, jeden Tag festzumachen, damit wir die Verbindung nicht verlieren zu dem großen Versöhnungswerk, das Gott mit Christus, aber auch mit uns, mit den Gliedern seines Leibes in dieser Welt verwirklichen will.